spricht als Nächster für die Fraktion der CDU-CSU unser Kollege Jens Spahn. Bitte schön, Kollege Jens Spahn. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, man könnte schadenfroh sein, Herr Kollege Lauterbach, Frau Kollegin Volkmar, wenn man sieht, wie Sie sich hier winden müssen, Argumente zu suchen, Haare in der Suppe zu finden, weil Sie natürlich genau wissen, dass das, was wir jetzt hier angehen mit dem Versorgungsstrukturgesetz, was ja im Grunde auch die Debatte der letzten fast 10 Jahre widerspiegelt, auch was die Frage der Versorgung des ländlichen Raumes angeht, dass Sie das in den vergangenen Jahren hätten längst tun müssen. Und es wurmt Sie, dass wir es jetzt sind, die es tun. Und deswegen suchen Sie mit aller Gewalt, die Sie haben, das Haar in der Suppe mit zum Teil etwas verqueren Argumentationen. Ärgern Sie sich nicht, arbeiten Sie konstruktiv mit, dass das Gesetz in den Beratungen hier im Deutschen Bundestag noch besser wird. Wir haben im letzten Jahr die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung neu geregelt, haben tragfähig und auf Dauer angelegt eine zusätzliche Einnahmequelle jenseits einer lohnabhängigen Finanzierung gefunden. Und jetzt geht es in diesem Jahr im Schwerpunkt, nachdem wir die Finanzierung im letzten Jahr besprochen haben, um die Frage, was passiert eigentlich mit dem Geld? Wie können wir eigentlich die beiden großen Qualitätsmerkmale des deutschen Gesundheitswesens, die uns übrigens deutlich von allen anderen Ländern auch in Europa und auf der Welt sowieso unterscheiden, nämlich der schnelle Zugang zu Innovationen, Sie finden kaum noch ein Land auf der Welt, bei dem ein neu zugelassenes Medikament mit Zulassung erstattungsfähig ist. Das ist uns wichtig, weil es eben für viele Patienten, etwa beim Bereich Krebs, auch die Hoffnung auf Leidminderung bedeutet. Und vor allem das zweite Qualitätsmerkmal, die flächendeckende Versorgung. Nicht nur Spitzenmedizin in München oder Hamburg, sondern auch in der Fläche, in der Tiefe und in der Breite rund um die Uhr ein guter Zugang zur Versorgung. Wie können wir diese beiden Qualitätsmerkmale auch für die Zukunft sichern? Das ist das eigentliche Ziel und Anliegen dessen, was wir hier tun. Und deswegen ist das hier heute, und der Begriff war ja richtig, Beglückung tue ich mich schwer mit, aber es ist ein Patientengesetz, wie das ganze Jahr mit dem, was wir in diesem Jahr tun, den Patienten und seine Bedürfnisse, seinen Blick, seinen erlebten Versorgungsalltag in den Mittelpunkt stellt. Wir haben in diesem Jahr schon das Krankenhaushygienegesetz, wo es um die Frage geht, wie ist eigentlich der Zustand im Krankenhaus? Komme ich da eigentlich kränker wieder raus, als ich reingekommen bin, weil ich Infektionen mitgebracht habe? Geregelt und da was angestoßen. Wir reden noch über das Patientenrechtegesetz. Die Eckpunkte stehen bereits fest. Es wird gerade am Gesetzentwurf gearbeitet, wo wir die Patienten in ihren Rechten und in ihrer Situation stärken werden. Und natürlich steht im Mittelpunkt all diesen Tuns zu sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie erlebt denn Patient Versorgung und Versorgungsrealität dieses Versorgungsgesetz. Und da ist ein großes Thema, ist ja hier schon angesprochen worden, die flächendeckende Versorgung. Sie haben heute, wenn ich bei mir im Münsterland eine Veranstaltung habe, 20.000 Einwohnerstadt wie Gescher, sind noch 7 Hausärzte. Wenn Sie dann eine Veranstaltung zu dem Thema machen, sind 200 Menschen auf dem Saal, weil die genau wissen, von unseren 7 Hausärzten sind 5 über 55. Und was ist eigentlich in 10 Jahren, wenn wir jetzt schon wissen, dass es offensichtlich nicht attraktiv ist im Moment für Ärzte, denn als Hausarzt aufs Land zu gehen. Diese Frage bewegt die Menschen. Sie fragen, was tut ihr dagegen? Und deswegen ist das hier kein Ärztegesetz. Sie kriegen gute Versorgung der Menschen nur mit den Ärzten hin, nicht gegen sie. Aber wir denken von den Sorgen der Menschen her, wenn wir über diese Maßnahmen hier an dieser Stelle reden. Und dann muss man ja erstmal ansetzen bei der Lage, bei der Definition des Ist. Und da haben Sie ja recht, die Bedarfsplanung, wie sie heute ist, funktioniert nicht. Sie wurde gemacht in Zeiten der Ärzteschwemme, wurde diskutiert in den 90er Jahren. Heute geben die Frage, ist eine Region gut versorgt oder nicht, wird nicht mehr wiedergegeben, richtig, durch die Zahlen, die wir haben. Deswegen machen wir eine neue sogenannte Bedarfsplanung. Wir schauen auch nicht mehr nur in die Landkreise oder auf die ganze Stadt, sondern wir machen das auch kleinräumiger möglich, damit wir genau wissen, wo im Land gibt es eigentlich tatsächlich einen Versorgungsbedarf. Und das ist übrigens nicht, das ist mir hier arg verkürzt, die Debatte, nicht nur ein Stadt-Land-Problem. Natürlich gibt es bei uns im Münsterland, in der Eifel, in MacPom und an vielen, vielen, Mecklenburg-Vorpommern, in vielen, vielen anderen Bereichen Versorgungsprobleme. Aber die gibt es auch in den Städten. Vielleicht sollten wir die Diskussion auch mal führen. In Berlin-Neukölln gibt es die meisten Kinder und in Charlottenburg gibt es die meisten Kinderärzte. Auch in den Städten gibt es Verteilungsprobleme und auch da müssen wir Anreize setzen, weil das in jeder Stadt in Deutschland eben auch Probleme macht. So, und da ist die Frage, wissen Sie, wenn das Einzige, was Ihnen einfällt zum Thema flächendeckende Versorgung, der Abbau von Überversorgung ist, dann ist das aber arg wenig, muss ich Ihnen sagen. Mit dem alleine, das in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen, wird dem Thema nur wirklich nicht gerecht, zumal Sie genau wissen, dass wir dieses Thema ja auch angehen. Jetzt aber zum Thema flächendeckende Versorgung. Frau Kollegin Bunge, da muss ich mich schon wundern. Sehr sogar.
Also ich finde es gut, dass wir ein freiheitlicher Staat sind, wo noch jeder selbst entscheiden kann, wo er seine Praxis öffnet. Und Sie sprachen auch von angestellten Ärzten. Ich weiß nicht, ob das jetzt das kubanische Modell werden soll, angestellte Parteiärzte oder so. Wir jedenfalls haben ein Bild von freiberuflichen Ärzten, die natürlich selbst auch entscheiden, wo sie sich niederlassen, in einem freien Land, wie wir es sind. Und dann müssen Sie über Anreize reden, wie es denn tatsächlich attraktiv ist, sich auf dem Land niederzulassen, über Staatsdekret. Jedenfalls geht das nicht mehr, glücklicherweise, seit 1989. Und deswegen reden wir über diese Anreize. Und dazu gehören finanzielle Anreize. Natürlich muss es sich finanziell lohnen, wenn ich auf dem Land viel mehr arbeiten muss als in der Stadt, weil eben meine Praxis länger voll ist, weil ich der einzige Arzt weit und breit bin, weil ich für einen Hausbesuch zu Hause 30 Kilometer zum Teil in Mecklenburg-Vorpommern fahren muss, weil es eben viel weiter auch alles zersiedelt ist und kleinräumiger an der Stelle ist. Natürlich muss ich das finanziell bemerkbar machen. Ein zweites Thema sind aber die anderen Rahmenbedingungen. Geld alleine wird es auch nicht richten, da haben Sie ja recht. Da geht es um das Thema, es ist angesprochen, Residenzpflicht. Muss ich eigentlich da wohnen, wo meine Praxis ist, oder kann ich auch aus der Stadt, aus Land fahren zu der Praxis? Da geht es um das Thema Organisation des Notdienstes. Wenn ich auf dem Land zweimal im Monat am Wochenende dran bin mit Notdienst und in der Stadt nur einmal im halben Jahr, dann kann, glaube ich, jeder verstehen, dass das für einen jungen Arzt, eine junge Ärztin ein Kriterium ist, gehe ich aufs Land oder gehe ich in die Stadt. Und deswegen ist das nicht nur ein Thema von Geld, sondern auch von vielen, vielen anderen Rahmenbedingungen, die man mit berücksichtigen muss. Und genau das tun wir eben mit diesem Gesetz. Es enthält viele, viele Maßnahmen, größere wie kleinere, um insgesamt es attraktiver zu machen, in schwierigen Stadtteilen wie auch im ländlichen Raum sich niederzulassen, als Arzt tätig zu sein. Und im Übrigen blicken wir vor allem auf den Arzt, weil auf Dauer der beste Apotheker es nicht schafft ohne einen Arzt in der Nähe. Also Apotheke ohne Rezept funktioniert nicht gut. Und deswegen ist natürlich das Thema, kriegen wir eine flächendeckende Versorgung von Ärzten hin, eine Vorbotendebatte für die andere Frage, kriegen wir insgesamt eine gute medizinische Versorgung der Bevölkerung hin. Und es wäre gut, wenn Sie sich mal etwas konstruktiver und etwas weniger plakativ in diese Debatte einbringen würden. Ein zweites Thema, was die Menschen wahnsinnig bewegt in allen Veranstaltungen, das Thema Wartezeiten am Facharzttermin. Wo es zum Teil objektiv Probleme gibt, weil etwa bei uns im Münsterland die Zahl der Neurologen leider im Moment noch sehr überschaubar ist und deswegen man 5-6 Monate etwa als Parkinson-Patient wartet für einen Termin zur Neueinstellung der Medikamente. Und weil subjektiv, manchmal habe ich den Eindruck, in den größten Städten noch am meisten erlebt, da natürlich auch Probleme gibt. Und der Kollege Lauterbach, da unterscheiden wir uns, da bin ich auch dankbar, dass Sie die Unterscheidung in den letzten Monaten so deutlich gemacht haben, sehr deutlich. Sie wollen da arbeiten mit Strafen. Der Arzt, der nicht innerhalb von 2-3 Wochen einen Termin anbietet, soll 20.000 Euro oder was es war, an Strafe zahlen. Das ist ja ein Arztbild, das sagt, wir müssen die Ärzte zwingen, die Menschen zu versorgen. Die wollen eigentlich gar nicht mit Patienten irgendwas zu tun haben. Das ist nicht unser Arztbild. Im Gegenteil, wir wissen, eine gute Versorgung der Menschen kriegen wir nur mit den Ärzten hin, nicht gegen sie. Und deswegen ist es schön, dass Sie diesen Unterschied in den Maßnahmen, die wir angehen wollen, auch mal deutlich gemacht haben. Wir glauben, dass man bei dem Thema Wartezeiten auf Vereinbarungen setzen muss, gemeinsam, wie auch die Abläufe sind, wann ein Hausarzt an den Facharzt abgibt, wie schnell da Termine gefunden werden können, dass es vertragliche Rahmenbedingungen gibt zwischen den Ärzten und den Krankenkassen. Und es geht natürlich auch um Vergütungsstrukturen. Es muss sich eben auch lohnen, sich um die schweren Fälle zu kümmern und sich tatsächlich auch intensiv jemanden anzuschauen und nicht nur die leichteren Fälle einmal im Quartal einzubestellen, weil es dann die pauschale Finanzierung auslöst. Also wir müssen über die Anreize reden und nicht einfach pauschal Ärzte diffamieren, wie Sie es tun. Und deswegen haben wir da tatsächlich einen anderen Ansatz. Ein Thema, das die Menschen auch bewegt, ist das Thema Entlastmanagement aus dem Krankenhaus. Ich verlasse am Freitagnachmittag das Krankenhaus nach einer Hüftoperation. Und irgendwie hat keiner geregelt, was passiert denn jetzt. Es gibt schon viele Häuser, wo das sehr gut klappt, aber es gibt auch noch viele, da gibt es Probleme. Wo es um die Frage geht, wie geht es eigentlich anschließend weiter, ambulante Pflege, stationäre Pflege, ist da eine Familie, wo ich aufgefangen werde, lebt jemand allein, wie geht es mit der Medikation weiter, er braucht ein Rezept, vielleicht für Physiotherapie, vielleicht eben für ein Arzneimittel, wo es bis heute viel zu oft ungeklärt ist. Und da sagen wir eben, das muss besser laufen. Das Einfachste ist ja schon mal eine bessere Kommunikation zwischen Krankenhaus und niedergelassenen Ärzten und in die andere Richtung.
Und es muss auch zwischen Haus- und Fachärzten besser laufen. Und deswegen wollen wir diese vernetzten Strukturen, diese Zusammenarbeit, auch diesen Anspruch des Patienten darauf, dass miteinander geredet wird zwischen Krankenhaus und niedergelassenem Bereich, regeln. Aber auch da setzen wir nicht auf Strafen, sondern auf Anreize, weil wir glauben, dass das am Ende der Versorgung der Menschen gut tut. Kollege Spahn, der Kollege Dr. Lautenbach möchte eine Zwischenfrage stellen und damit auch Ihre Redezeit verlängern. Gestatten Sie dies? Mit Freuden. Mit Freuden. Bitte schön. Also, Sie haben die Problemlage beschrieben. Die Problemlage beschrieben, noch zum Teil nicht falsch und so. Sie haben zum eigentlichen Gesetz aus meiner Sicht nichts gesagt. Und daher meine Frage, um das einzige konkrete Beispiel aufzugreifen, was Sie hier gebracht haben, also dass man in Münster, also wenn man so will, in Ihrer Heimatstadt, als Parkinson-Patient für eine Neueinstellung der Medikamente 6 Monate warten muss. Was ändert denn das jetzt heute von Ihnen besprochene Gesetz an diesem konkreten Fall? Meines Erachtens ändert sich daran schon, das einzige Beispiel, was Sie gebracht haben, wird sich nicht verändern. Das ist ja die Stadt, die sozusagen von Kollegen Bahr und Ihnen mitbetreut wird. Und Sie bringen ein einziges Beispiel, wo sich aus meiner Sicht, wenn ich es richtig verstehe, überhaupt nichts ändert. Also zum Ersten, Herr Kollege Lauterbach, ist es immer hilfreich, die Wörter bis zum Ende zu hören. Ich habe gesagt Münsterland. Der Kollege Bahr kommt aus der Stadt Münster. Ich komme aus den Weiten des Münsterlandes. Die Stadt Münster ist hervorragend versorgt, manche sagen sogar überversorgt, während es in den Weiten des Münsterlandes ganz anders aussieht. Es ist bei uns an der niederländischen Grenze, 50 Kilometer weiter weg, deutlich schwerer, Ärzte zu finden, die sich bei uns niederlassen wollen. Insofern ist diese Unterscheidung schon mal wichtig. Insofern genau zu hören. Zweites Thema, was ändert dieses Gesetz? Natürlich ändert es was, weil im Münsterland, im Übrigen, weil Sie immer diese 40, 37 Ärzte oder was, bei neuer Bedarfsplanung, die natürlich Unterversorgung, wie sie tatsächlich ist, wie sie von den Menschen erlebt wird und tatsächlich ist, auch aufdeckt, die decken wir ja heute gar nicht auf, weil die Statistik so schlecht ist, führt das zu besseren Vergütungssituationen für Ärzte bei uns, wenn sie eben wohin gehen, wo heute schlecht versorgt ist. Und bei dem Thema etwa des Neurologen und der Zusammenarbeit, denn dann auch mit anderen Ärzten und die Frage, wer sitzt eigentlich in der Arztpraxis, hat das natürlich, doch hören Sie mal genau zu, Herr Kollege Kuhn, hat das was damit zu tun, wie sind eigentlich die Vergütungsstrukturen? Gibt es nur Pauschalvergütung? Dann habe ich einen Anreiz, die leichten Patienten möglichst oft einmal im Quartal zu bestellen. Oder gibt es auch die Möglichkeit zur Einzelleistungsvergütung? Auch dann ist es mit mehr Anreizen versehen, sich dort niederzulassen als Facharzt. Und insofern haben wir viele, viele konkrete Punkte. Man hat schon an Ihrer Rede gemerkt, dass Sie nicht besonders intensiv den Gesetzentwurf gelesen haben. Aber Sie können es in den nächsten Wochen in der Beratung ja noch nachholen, Herr Kollege Lauterbach. Und das Thema Regresse beschäftigt die Menschen im Übrigen auch. Auch da geht es nicht um die Ärzte, sondern die Patienten haben Angst, dass ihnen ihr Arzt aus Angst vor einem Regress, also dass er finanziell dafür einstehen muss, nicht die Medikamente verschreibt, die er wirklich braucht. Und mit dieser Angst der Patienten müssen wir doch umgehen. Da können wir doch nicht nur die Achsel zucken, sondern müssen wir darauf reagieren. Und deswegen wollen wir den Ärzten die Angst vor dem Regress nehmen, sie aber trotzdem zum wirtschaftlichen Verordnen, es soll ja nichts verschwendet werden, anreizen. Und deswegen sagen wir, es muss das Prinzip gelten, Beratung vor Regress, Beratung vor Bestrafung, damit der Arzt keine Angst haben muss, wenn er Medikamente verschreibt und vor allem der Patient sicher sein kann, dass er auch das bekommt, was er braucht. Wir tun was für die Patienten mit vielen, vielen Einzelmaßnahmen. Und diese Beispiele machen das sehr, sehr deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen abschließend, Herr Präsident, kann man mit Fug und Recht sagen, dass wir mit diesen Gesetzen den Patient seine erlebte Versorgungsrealität in den Mittelpunkt stellen. Zum Zweiten ist es das erste Gesetz, ich würde fast sagen 10, 15 Jahre, das kein Spargesetz ist im Gesundheitswesen, sondern das sagt, es will Strukturen verändern. Es will die Situation verändern in der Frage, wofür wird eigentlich welches Geld ausgegeben, um die Versorgung der Patienten zu verbessern. Ich verstehe, dass Sie sich ärgern, dass Sie etwas schmallippig sind, weil wir jetzt diese Dinge anstoßen, obwohl Sie 10 Jahre darüber geredet haben. Aber es wäre doch vielleicht auch ein wenig Großmut, der Ihnen auch zustünde, wenn Sie sich in den nächsten Wochen konstruktiv in dieser Debatte einbringen, denn Sie haben noch viele, viele Gelegenheiten dazu. Und ich sage Ihnen eins zu, wenn Sie zur Abwechslung mal einen konstruktiven Vorschlag machen, greifen wir ihn gerne auf.
Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner in unserer